meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus dem schönen Hamburg, lebe und arbeite mit meinem Gesangsstudio Stage Art Studio in Singapur. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen, natürlich auch über ein Abonnement. Und wenn du möchtest, dass ich deine Stimme analysiere, dann schau doch mal auf meiner Homepage vorbei, dort mache ich das nämlich. Dort kannst du natürlich auch eine Online-Stunde mit mir buchen. Okay. Every singer knows you need to properly warm up your vocal cords before performance. Okay, stopp. Kind of like Chuba. Das habe ich noch nie gehört. Wenn das jemand kennt, bitte mal drunter schreiben, weil das war auch, vielleicht war das auch ein Tongue-Trill. Aber das kam ziemlich aus dem Hals. Richtig vocal-fry war es jetzt auch nicht, weil es auch nicht. Lass mal nochmal reinschauen, das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Okay. Das ist ein rollendes R, aber aus welchem, also das ist mir jetzt neu. Vielleicht ist das auch so ein Rachen-Tongue-Trill. Vielleicht wisst ihr das ja. Also ich kenn's nicht. Here are some tips to get your pipes in perfect performance shape. Okay. With the cast over the day, lip trill. Genau, also da mache ich gleich schon mal einen Stopp. Wie in ganz vielen Videos erwähnt, das ist eigentlich, ja, ich glaube, man identifiziert mit Vocal Warm-Ups immer diese Übungen, Lip Trills. Jetzt hat, glaube ich, Archie, ich kenne jetzt den Namen des Schauspielers nicht, aber ich kenne die Serie, die auch mal eine Zeit lang geschaut, da hat der Archie jetzt sozusagen gemacht, ne? Klar, das kannst du auch machen. Jetzt hat die andere Dame das mit einem Register gemacht. Mit Ton, was du natürlich dann auch möchtest, weil du möchtest ja ganz sachte deine Muskeln stretchen und wirklich also ganz, ganz gentle. Ja, und die Lip Trills sind auch eine Koordinationsübung. Das ist eine Koordination zwischen deinem Zwerchfell und zwischen der richtigen Atmung. Ne? Du willst auch nicht zu viel Luft haben, du willst auch nicht. Ja, sondern du wirst genau die richtige Menge haben, zu wenig Luft, funktioniert dann auch nicht, dann entsteht dieser Impuls nicht. Und es ist tatsächlich so, ich habe hier wirklich viele Schüler, die diese Übung nicht können. Also manche können es, manche können es nicht. Manche können dann die Tongue Trills, also diese Zungenroller, manche können es nicht. Es ist dann wirklich tatsächlich unterschiedlich. Da gibt es auch verschiedene Angehensmöglichkeiten. Red leather, yellow leather, 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 red yellow leather, red leather, yellow leather. As you can see, I'm really good at this. Red leather, yellow leather, red leather, yellow, yellow, blah, 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 blah. Okay, ja, mal bis hierhin. Also Tongue Twist, das ist auch klasse und ich benutze die auch sehr häufig. Ich habe zum Beispiel hier auch so einen Vocal Warm-Ups für so kleinere Kinder auch eher und auch für größere Kinder. Es gibt auch klasse Tongue Twists für Erwachsene auch, die ein bisschen mehr challenging sind. Es gibt wirklich von Anfängern bis halt eben mehr challenging Sachen. Red Leather, Yellow Leather habe ich hier auch bei mir. Natürlich ist es halt so, wie in jeder Sprache agiert die Zunge immer anders. Ne? Also die Zunge ist ein riesengroßer Muskel. Ich blende das jetzt hier nochmal an der Seite ein. Also schau mal bitte, die Zunge ist natürlich wirklich groß und auch wahnsinnig faul. Und die Zunge ist halt so, ey, okay, Tanja will jetzt singen, ich helf mal mit. Und dann ist die Zunge mal genau da, wo wir sie eigentlich nicht haben wollen. Ne? Vielleicht ist es dir mal aufgefallen, wenn du zum Beispiel auf Übungen wie Nee, Nee, Nee oder Nya, Nya, Nya singst, ist das Singen in hohen Tönen, im Belten, Chest oder Mix viel einfacher, als wenn plötzlich Wörter dazu kommen. Weil dann muss die Zunge nämlich ganz schön arbeiten, um all diese Wörter zu formen, die Vokale, das auszusprechen, dann diese Vokalveränderung, also Vowel Modification. Wichtig ist bei den Tongue-Twistern, mach es sauber und sorgfältig. Es ist wirklich dir und keinem Lehrer geholfen, wenn man da einfach schnell durch diese Übung geht, weil es ist dann eben auch nicht richtig. Red leather, yellow leather. Dann wird man nämlich hier, kreiert man dann hier Spannung. Red leather, yellow leather. The lips, the teeth, the tip of the tongue. The lips, the teeth, the tip of the tongue. The lips, the teeth, the tip of the tongue. The lips, the teeth, the tip of the tongue. The lips, the teeth, the tip of the tongue. Natürlich auch eine super Übung für Nichtsänger, sondern auch einfach, wenn du eine Präsentation halten willst, also alles, was mit dem Thema Sprache zu tun hat, alles, was für Schauspieler, das sind auch so typische Schauspielerübungen, Sprecherzieherübungen, also weiter geht's, yawn. Oh.
stretch it out. I'm sorry, I have manners and I can't yawn with my mouth open like that. Just be polite. Ja, yawning. Manchmal streiten sich da tatsächlich die Gemüter bei dem Gähnen, und zwar ob das so sinnvoll ist, weil sich dort eben wohl der Gaumensegel senkt, und wir möchten den Gaumensegel hoch haben, aber auch nicht die ganze Zeit. Wie gesagt, also man muss auch immer schauen, was funktioniert für dich. Ne? Was für dich funktioniert, funktioniert halt für jemand anderen vielleicht nicht. Ne? Und ja, also wir möchten, dass der Gaumensegel im Grunde genommen also in so einer Hochposition ist. Ne? Low, mid and then high raise. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Ja, das sind so ganz normale Scales. Jetzt haben sie das so querbeet gemacht. Archie hat das zum Beispiel mit dem Glottal Onset gemacht. Und der Outcome war mal so ein bisschen breathy. Versuch nicht. Also versuch es klar zu machen, weil da die Stimmbänder zusammenkommen. Dann versuch da jetzt nicht nochmal Luft am Ende durchzuziehen, durchzusingen. Sowas in der Art. Ja, sie hat das mit Zeichen gemacht, also mit solchen ganzen Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Das ist zum Beispiel auch so eine ganz beliebte Möglichkeit, das jungen Menschen beizubringen, jungen Menschen, Kinder und also ganz kleine Kinder, Jugendlichen, dass sie das halt so lernen. Es funktioniert sehr gut eigentlich, auch mit erwachsenen Sängern im Studio, also wenn du ihnen sozusagen mit Handbewegungen Töne zeigst oder Melodien oder Vibrato oder was. Das funktioniert tatsächlich doch sehr, 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 sehr gut. Also, wenn du noch so eine Hilfe brauchst, so eine Orientierung, mir hat es damals immer geholfen, dass ich jetzt ein paar Handzeichen hatte. Alles, was dir zur Hilfe kommt, ist immer gut. Das war jetzt ein bisschen so. Okay. Lubricate and hydrate. Relax your vocal cords and gently warm them up with a cup of hot tea. They told me there would be tea. It's a disaster. Okay. Well, I'll just have to be like everybody else and rough it with no hot tea. Ja, einmal bis hierhin. Ja, also hat Tee, da streiten sich auch schon wieder die Geister drum. Essen geht ja durch die andere Pipe. Es geht ja nicht durch die Stimmbänder. Ich weiß, ich denke ganz viele, und habe ich früher auch gedacht als junger Mensch, da habe ich gedacht, dass das alles durch die Stimmbänder geht. Aber es ist halt so, man weiß die Sachen nicht. Ne? Wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man, dass wenn man eigentlich so, wenn man trinkt, dass der Körper das erst 2 Stunden, 3 Stunden später absorbiert. Das heißt, damit deine Stimmbänder hydrated sind, damit sie befeuchtet sind, musst du schon den ganzen Tag gucken, dass du den ganzen Tag trinkst, dass du den ganzen Tag hydratest, damit deine Vocal Folds jetzt moist, feucht bleiben, weil deine Stimmbänder produzieren einen eigenen Schleim sozusagen. Ja, die produzieren einen eigenen Schleim, und wir wollen auch nicht so eine Überverschleimung haben durch Produkte, die wir essen, durch Milch, durch so Acid-Produkte, also da, wo Säure enthalten ist. Du möchtest dann natürlich auch schon gucken, was du dann isst, bevor du singst und eine Performance hast. Da gibt es eine Menge zu sagen. So, Daumen hoch. Ich bin auch auf Instagram mit meinen Schülern, mit meinem Studio, mit meinem Leben in Singapur. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns unterstützt. Wir haben gerade ganz viel Wettbewerber am Start. Ihr könnt mich auch gerne taggen, und dann reposte ich euer Video. Ihr müsst mir natürlich folgen. Auf Instagram. Und am besten irgendwie noch 3 Bilder liken. Und dann, wenn ihr mich irgendwo taggt und sagt, hier, kannst du das reposten? Dann ich so, okay, ja. So. Ja, ich helfe euch natürlich gerne und unterstütze euch, wo ich nur kann. So, liebe Grüße aus Singapur, und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Muah.